So, hallo und herzlich willkommen jetzt hier zum nächsten Player Review. Und heute, ja, wird es um einen Spieler gehen. Und zwar nicht mal um einen Bronzespieler, weil okay, was ist ja endlich mal. Sondern heute wird es einfach ausnahmsweise mal, so, das ist das richtige Wort, um einen Bronze-Inform gehen. Und zwar um Marcin Hrobak. Ja, warum habe ich mich diese Woche für einen Bronze-Inform entschieden? Mich hat kein wirklicher Gold-Inform aus dem aktuellen, also aus dem jetzt vergangenen Team of the Week wirklich gejuckt, und da habe ich mir gedacht, Marcin Hrobak, der hat 5 Tore geschossen, der könnte doch was auf dem Kasten haben, denn dafür hat er auch seine Info gekriegt. Guck mal seine Werte an: 67 Shooting, 67 Tempo, 73 Shooting, 63 Dribbling und 77 Kopfball. Joa, ist 1,82 nur groß, mittel gering, 3 Sterne schwacher Fuß, 4 Sterne Spezialbewegung. Er hat in 6 Spielen 14 Tore geschossen und 2 Torvorlagen. Gucken wir uns nochmal schnell seine Ingame-Stats an. Ja, Abschluss mit 88 für einen Bronzespieler natürlich absolut überragend. Natürlich nochmal 85 Schusskraft, 90 Volleys. Ja, sonst keine tollen Werte natürlich bei ihm. Stärke 78, vielleicht noch nicht ganz so schlecht. Ja, und generell nochmal hier seine ganzen wichtigen Sachen. Er hat auch den Power-Header-Trade. Ja, und wo fangen wir einfach mal an? Wir fangen einfach mal eiskalt damit an, bei seinem Tempo, was natürlich meistens viele Menschen abschreckt, wenn ein Stürmer nicht mehr als 70 Tempo hat. Ja, fällt eben nicht wirklich auf. Muss ich sagen, er fühlt sich definitiv schneller an. 75 kommt gut hin. Vor allem, er setzt sich oftmals auch noch ganz gut durch. Also, mich hat sein Tempo nicht wirklich gestört. Hat er meistens immer ganz, ganz ordentlich gemacht und ja, war immer doch noch. Auch so Pässe in Lauf hat er meistens ganz gut holen können. Ja, komm, gehen wir dann einfach mal für eine negative Seite. Und zwar, ja, eine negative Seite war, seine Ballbehandlung war nicht immer so sensationell. Die war nicht scheiße, aber die war auch, hätte besser sein können, vor allem wenn man Forster-Skills hat, sollte ein bisschen mehr Dribbling schon drin sein, hat er nicht, ist nun mal so. Andere negative Sache ist sein Zweikampfverhalten, das fuckt einen so ab. Also ich, wenn er einmal meistens, also meistens wird er einmal berührt und er verliert instant den Ball. Das geht einem dann schon ziemlich, 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 ziemlich arg auf den Piss. Ja, was noch der größte überhaupt, der größte Abfuck bei Marcin Hrobak. Und deswegen muss ich euch sagen, nehmt die Statistiken, die ihr gerade gesehen habt, mit 14 Toren in 6 Spielen, denkt nicht, boah, Alter, der ist so gut, der ist so gut. Man muss bedenken, gegen welche Mannschaften ich gespielt habe. Es waren immer Bronze-Teams und ja, oftmals hatten die auch wirklich nicht wirklich viel Chemie. Und da ist das Mindeste, dass er 14 Tore aus 6 Spielen schießt. Und er hätte auch noch, er hätte 20 Tore schießen können, aber er hat immer, man sieht es ja auch gerade, dass der Nachschuss war nicht von ihm. Ah, er hat so viele Chancen verhauen, es hat mich so aufgeregt. Also ihr könnt auch Max fragen, der war, als ich ein paar Szenen dafür gesammelt habe im Skype-Call. Und ich habe AIDS gekriegt, wenn ich mit ihm gespielt habe, weil du denkst, du bist frei durch. Und er schießt mit 88 Finishing, schießt er doch so scheiße. Ja, er ist ein Bronzespieler. Aber er hat 88 Finishing und gegen Bronze-Torhüter, die keine Chemie haben, sollte man noch den einen oder anderen Ball dann doch mehr reinmachen. Hier, die Chance beispielsweise. Na, ah, 88 Finishing, 85 Schusskraft. Wie zum Fick geht der Ball nicht rein? Aber naja, anders gut, natürlich seine Forster-Skills, die haben mir sehr, sehr gefallen, haben mir viel Spaß gemacht. Vor allem immer Forster-Skiller in Bronze-Teams finde ich immer sehr, sehr nice, weil dann die Gegner meistens nicht so eine gute Defending-Werte haben und man auch gut nochmal mit einem schönen Skill vorbeikommen kann. Beispielsweise hier, Zweikampf verkackt mal wieder und dann der Abschluss, den geht ausnahmsweise mal irgendwie glücklicherweise unserem Entschuldigung, Torwart vorbei. Joa, was sonst noch nicht super super ist, seine Nation natürlich, seine Nation und Liga. Ah, das ist natürlich ziemlich, 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 ziemlich scheiße, weil ein Pole in der polnischen Liga, ja, braucht man jetzt nicht so unbedingt haben. Aber ich hab's dann doch noch irgendwie hingekriegt, ein halbwegs solides Team um ihn zu bauen. Ja, was noch mich abgefuckt hat, vor allem, weil er 77 Heading hat und dann noch den Power-Header-Trade. Der hat ein Kopfballtor noch in der Ecke gemacht. Ein Kopfballtor. Mit 77 Heading. Als Bronzespieler. Mit Power-Header. Was? Was soll das? Ein Kopfballtor? Na. Na, na, na. Okay. Was vielleicht noch ganz gut war, seine Spielintelligenz, also seine Laufwege, waren meistens schon ganz gut, wenn man die schicken wollte. Vor allem dann das Tempo, was nicht so scheiße war, wie man denken konnte. Oh, dieser Schuss beispielsweise. Oh, wie kann er den nicht reinmachen? Egal. Seine Laufwege, wie gesagt. Vor allem, wenn sein Tempo, er fühlt sich wirklich schneller an als 67. Damit verbunden waren seine Laufwege dann meistens ziemlich, ziemlich stark. Konnte man nicht wirklich viel, viel meckern. Ja, und das war's im Groben auch. Kostet 31k, wie ihr auch schon gesehen habt. Also eigentlich ein,
Ja, recht erschwinglicher Preis. Können sich die meisten wahrscheinlich von euch leisten, wenn sie ein gutes Bronze-Team mit ein bisschen Spaß haben. Lupfer waren bei ihm geil. Lupfer, wie gesagt, gerade eben, oder gesehen eben, waren bei ihm stark. Okay, wollen wir nicht ablenken. Wie gesagt, sein Preis mit 31k, den ich mir gekauft habe, war in Ordnung. Wie gesagt, er hatte viele negative Sachen, vor allem 1 gegen 1. Also er hatte trotzdem getroffen irgendwie, aber ja, trotzdem, man kriegt Aids, wenn man mit ihm spielt. Jetzt kommen wir nochmal schneller auf seine ganzen positiven und negativen Sachen, das ist recht ausgeglichen. Wie gesagt, positiv bei ihm sind Force Skills, Tempo, Laufwege nicht so super sind, dass er echt vorm Tor nicht sicher ist, immer unpräzise schießt, sein Kopfball ist bei weitem nicht so gut, wie man es denken mag. Und ja, auch seine Zweikämpfe, bei den langsamen Spielern denkt man meistens, er ist zumindest zweikampfstark, ist er nicht so wirklich. Ja, aber er trifft halt trotzdem, was wieder ein guter Punkt bei ihm wäre. Er macht trotzdem irgendwie dann die Tore. Und dann kommen wir auch schon zu seinem abschließenden Rating. Und ja, das ist das Schlechteste bis jetzt, was ich jemals angegeben habe. Und das ist 7,75. Ja, ich wollte ihm keine 7,5 geben, weil das wäre dann doch ein bisschen zu schlecht. Aber ich wollte ihm auch keine 8 geben, weil dafür habe ich einfach viel zu viel Tumore jetzt innerhalb meines Gehirns, weil er mich einfach so aufgeregt hat. Aber naja, das ist mein insgesamtes Rating. Für einen Bronzespieler, vor allem er hatte seine Gegner, er hatte Tore gemacht, aber es waren auch die Gegner, die ihm dann ihm leicht gemacht haben. Ah, war nicht so geil, deswegen 7,75. Das war's dann auch schon von diesem Player Review von heute. Schreibt mir wie immer in die Kommentare, welchen Spieler ich aus dem aktuellen Team of the Week als nächstes reviewen soll. Ja, und dann bedanke ich mich fürs Zusehen. Hoffe, ihr hattet Spaß beim Video und ich sage vorübergehend zumindest mit diesem lachenden Marcin Robak, der trotzdem, na, vielleicht, ich hätte ihm vielleicht auch noch 8 geben können, aber ist jetzt auch egal. Ich verabschiede mich von diesem Video und sage vorübergehend zumindest ciao.